Es war heute eine sehr emotionale Kreistagssitzung. Nicht eigentlich von den inhaltlichen Themen. Wichtig war für mich heute, wir haben eine neue Amtsleiterin für die Kommunalaufsicht. Das ist wichtig, weil das für die Vorbereitung der Wahlen im nächsten Jahr doch wichtig ist. Der Herr Breschneider hat aufgehört. Wir haben jemand Neues. Sie war Stellvertreterin bislang und ich denke, sie wird das gut machen. Wir haben auch wieder einen Patientenfürsprecher. Lange war diese Stelle vakant und wir freuen uns, dass es da eine ehrenamtliche Frau gibt, die das macht. Herzlichen Dank dafür. Und dann gab es noch viele andere kleine, spannende Themen. Aber das, was emotional war, war natürlich anhand der Informationsvorlage Unterbringung von Asylbewerbern im Landkreis. Darüber wurde von der Landkreisverwaltung informiert. Das wird regelmäßig gemacht, ist also nichts Besonderes. Und das Ergebnis ist, dass wir alle Flüchtlinge, die uns zugewiesen werden, auch bislang gut unterbringen konnten. Aber der Landrat hat aus Vorsorge auch, weil er in den Kommunen keinen Rückhalt gefunden hat oder keine Angebote gefunden hat, die Sachsenlandhalle, wo heute auch der Kreistag stattgefunden hat, beantragt bei der Verwaltung in Glauchau, ob man hier auch im Notfall Asylbewerber unterbringen kann. Wie gesagt, nur im Notfall. Das hat viele Leute auf den Plan gerufen und es gab eine heftige Auseinandersetzung auch darüber, was nun hier zu machen ist oder nicht zu machen ist. Der Landkreis, weisungsgebunden, muss die Asylbewerber unterbringen. Aber es ist, denke ich, auch klar geworden, dass hier Handlung seit der Bundesregierung notwendig ist, weil so viele Asylbewerber, wie wir im Landkreis zugewiesen bekommen, wie auch es in den anderen Landkreisen ist, das ist auf Dauer nicht bewältigbar. Und hier besteht seitens der Bundesregierung aus unserer Sicht Handlungsbedarf. Und diese Botschaft ist auch vom Kreistag gesendet worden. Ja, heute eine sehr emotionale Veranstaltung, eine sehr emotionale Kreistagssitzung. Viele Bürgerinnen und Bürger, die in den Saal drängten, noch mehrere hundert, so wie wir gehört haben, vor der Sachsenlandhalle. Natürlich das bewegende Thema schlechthin. Die Sachsenlandhalle soll Notunterkunft werden. Eine sehr, sehr schwierige Entscheidung, glaube ich, die hier getroffen wurde von Seiten der Landkreisverwaltung. Ich hätte mir mehr progressive Kommunikation gewünscht. Turnhallen sind das schlechteste Medium, was wir haben können, um Menschen unterzubringen. Hier gilt es einfach nochmal mit den Städten und Gemeinden den Kontakt aufzunehmen, gerade in den Bereichen, wo wir tatsächlich ein Defizit in der Unterbringung haben. Der südliche Landkreis ist dort sehr, sehr aktiv gewesen. Ich selber als Bürgermeisterin weiß die Herausforderungen der Integration und wir stehen dort tagtäglich unseren Mann und unsere Frau. Und das erwarte ich natürlich auch vom nördlichen Landkreis, hier jetzt progressiv mit den Menschen zu arbeiten in Einwohnerversammlungen, um die Angst zu nehmen, weil die Angst ist verständlich. Wir müssen als Politikerinnen und Politiker Lösungen anbieten und Antworten geben. Emotionale Sitzung heute hier in Glauchau. Es ging selber um die Sachsenlandhalle, in der wir heute hier auch getagt haben. Es zeigt sich, dass die Demokratie standhält, egal in welcher Form und wie man das interpretieren mag. Wir haben heute über alle Inhalte sprechen können, diskutieren können, debattieren können. Wir hatten zum anderen aber auch den wichtigen Punkt des Standortkonzeptes, der uns schon lange, lange beschäftigt im Landkreis Zwickau, für die Bürgerinnen und Bürger an der Stelle notwendig, weil auch dort die Sicherheit gegeben wird, ist die Möglichkeit gegeben, im Landkreis sowohl Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner in der Landkreisverwaltung vorzufinden, in den verschiedenen Ämtern, wo wir als Linke ganz klar sagen, wir sind für eine Dezentralisierung in die Bereiche auch der alten Landkreise hinein, dass dort Ansprechpartnerinnen vor Ort sind mit den verschiedenen Abteilungen. Aber auch der andere Punkt, was das Standortkonzept mit sich bringen muss, nämlich, dass Abteilungen selber wieder in Städte kommen und damit dort die Innenstädte beleben. Wir sind dagegen, immer mehr zu zentralisieren, nach Zwickau alles in die Kreisstadt selber zu bringen, auch Städte wie Hunstein, Arnstal, Limbach, Oberfrohna, Crimmitschau und andere Bereiche unseres wunderschönen Landkreises müssen so versorgt sein, dass die Innenstädte davon profitieren und die Bürgerinnen und Bürger Ansprechpartner haben. Wie gesagt, sehr emotional, wieder sehr richtungsweisend und wichtig. Es werden noch viele wichtige Entscheidungen vor uns stehen, die auch die Bundesregierung hoffentlich noch weiter in dem Sinne für uns aus dem Weg räumt, weil einfach der Landkreis selber nicht zuständig ist. Nur das kann ich an die Bevölkerung noch mitgeben. Vielen Dank. Ja, heute ist der Kommentar fast überflüssig, denn viele Mitbürger, gerade aus Lachau und Umgebung, waren heute vor der Sachsenlandhalle, um ihren Unmut über die Situation kundzutun, wobei ich hier
ganz ehrlich sagen muss, ich möchte hier nicht eine Rolle des Landrates stecken. Wir haben das Problem mit Asyl. Wir wissen, die Unterbringung wird ganz schwierig und das hat den heutigen Sitzungsverlauf des Kreistages im Wesentlichen beeinflusst, obwohl meiner Meinung nach das eigentlich nur eine Informationsvorlage war und es eigentlich keine Abstimmung bedurfte. Für mich viel wichtiger, wir haben einen relativ guten Jahresabschluss für das Jahr 2020, obwohl Corona hinbekommen, dort sind wir positiv rausgegangen. Wir haben eine Abfallsatzung beschlossen, die zwar eine Erhöhung hat, aber doch eigentlich wir immer noch unter dem Durchschnitt des Landes liegen und wir eine gute Qualität in diesem Bereich haben. Und wir müssen auch bedenken, dass die Mitarbeiter in unseren beiden Entsorgungsgesellschaften ja über 2 Jahre hinweg fast 10% mehr Lohn und Gehalt erhalten. Das sei ihnen auch gegönnt, aber jeder muss auch wissen, dass auf der anderen Seite wir das höher bezahlen müssen. Das sieht man ja auch an vielen anderen Sachen. Ansonsten möchte ich sagen, war es eine konstruktive Veranstaltung. Wir konnten viele Personalentscheidungen treffen und bis zum nächsten Mal wünsche ich allen einen recht schönen Herbst und wir sehen uns dann im Dezember nochmal. Auf Wiedersehen. Die nächste Sitzung des Kreistages Zwickau findet am 6. Dezember 2023 statt.